Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LSPDFA hier auf meinem Kanal Ralfinger LP. Mein Name ist Ralf, ich bin 35 Jahre alt, hohoho, bin ich alt und spiele sehr, sehr gerne Computerspiele. Oh no. Wir haben direkt vor uns einen Terrorist. Nein, ich wollte ein so schönes Intro machen. Und jetzt haben wir gleich eine Terrorist-Attack direkt vor unserer Haustür. Das wird so mies, Leute. Wir gehen bestimmt alle drauf. Ich wollte mich eigentlich nur bedanken, what the fuck, fürs Zuschauen und tralala und ey, oh fuck, was hier los, Alter. Was ist für ein Anfang von der Folge? Wo ist da? Ich habe einen gesehen. Das sind einiges an Terroristen. Ach du Scheiße, Leute. Achtung. Was ist das für ein Intro, Leute? Genau, und die Cops, wo sind sie? Immer draufballern auf die Leichen. Sind RIP, oder? Alter fucking Schwede, ey. Das war ja mal ein Callout. Direkt am Anfang von der Folge. Alter Schwede, hier ist ja alles draufgegangen. Guckt euch das mal an. Haben wir auch Polizisten hier, die irgendwie draufgegangen sind. Hier sind Terroristen. Mal die Waffen einsammeln. Feuerwehr ist auch da. Hat es irgendwelche Kollegen erwischt? Das sieht nämlich nicht so aus. Krasser Anfang auf jeden Fall. Wir rufen nochmal einen Medic dazu. Feuerwehr ist ja schon vor Ort und löscht das Ganze. Ja, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt und alle meine Abonnenten und alle neuen Zuschauer. Schaut euch diese Folge an, würde mich auf jeden Fall freuen auf euer Feedback. Schreibt es mir in die Kommentare. Kurzes Intro und dann geht's mal wieder los hier. Schön, dass der die Sirene ausgemacht hat. Das habe ich ja so auch noch nicht erlebt. So, wir werden uns heute mal diesen Opel schnappen. Eine Sache noch. Und zwar wurde sich ja des Öfteren darüber beschwert, also jetzt nicht irgendwie böse gemeint oder so, dass die Sirenen etwas laut sind von den Fahrzeugen. Und Neuland, der die Sirenen gemacht hat für die Fahrzeuge, hat mir modifizierte Soundfiles geschickt. Das bedeutet, die sind heute alle etwas leiser. Nochmal vielen herzlichen Dank dafür. So, wir nehmen mal die Karre, weil der andere ist ein bisschen kaputt. Und dann schauen wir mal, was unser nächster Einsatz so für uns heute bringt. Falls ich ein bisschen komisch klinge, Leute, ich bin leider krank. Ich habe eine Magen-Darm-Grippe, ganz üble Scheiße, in Anführungszeichen. Und mir geht es auch nicht so gut, mir ist auch ein bisschen schlecht, deswegen schlucke ich mal des Öfteren und ja, ich klinge manchmal ein bisschen komisch, also bitte nicht wundern. Attention Unit 1, Lincoln 18. Citizens reporting a driver under the influence on Olympic Freeway. Okay, auf dem Olympic Freeway ist ein Fahrer, der anscheinend betrunken ist. Da werden wir mal hinfahren. Wir machen mal Code 2. Mal schauen. Olympic Freeway, der fährt genau in die andere Richtung, so wie es aussieht. Dann fahren wir unten mal lang. Einmal nach links. Der ist anscheinend auch irgendwo schon stehen geblieben. Jetzt machen wir mal die Sirene an, weil wir durch die Stadt fahren. Ups, ein Schild mitgenommen. So, ich bin mal sehr gespannt. Das ist die Person hier, oder? Direkt vor uns. Gleich mal hier sagen, also anhalten. Was macht denn die Tante da? Hallo, der Herr, Sie da? In dem Fahrzeug? Mal bitte kurz hier aussteigen. Kommen Sie mal raus aus dem Auto. Uns wurde gemeldet, dass Sie unter Alkoholeinfluss stehen und hier Schlangenlinien fahren. Deswegen würde ich Sie mal gerne kurz auf Alkohol und Drogen überprüfen. Die Frage ist nur, geht das noch? Kriege ich das noch hin? Ich weiß schon gar nicht, wie das geht. Alt-I. Ah, Drugalyzer. Okay, das war schon mal richtig. Ich überprüfe Sie mal auf Drogen. Da haben wir schon mal nichts. Dann schauen wir mal Steuerung I. Ich weiß schon gar nicht, diese Hotkeys immer. Naja, auf jeden Fall werde ich sie jetzt mal festnehmen. Warum stehe ich denn eigentlich so komisch da? Was war das denn? O? Steuerung O? Ich weiß schon gar nicht mehr. Nehmen Sie jetzt auf jeden Fall erstmal fest. Alles Weitere können meine Kollegen machen auf dem Revier. Einmal auf die Knie bitte. Und dann lassen wir mal abholen. Assistance needed for a suspect placed under arrest
in a Pillbox Hill. Victor 13, where's the little coffee shop around the corner? Roger. So, wir steigen mal wieder ein. Da sind die Kollegen, da ist der Towtruck, perfekt. Was will man denn mehr? Es gibt auch wieder neues Update bezüglich der Coastal Callouts. Die wurden ja schon öfters wieder gewünscht. Es kann sein, dass ich am Sonntag jetzt eine Folge bringe, also gleich morgen. Ich muss aber nochmal mit Parks reden, mit so einem neuesten Update. Da haben Sachen bei mir noch nicht funktioniert. Und ich werde das Ganze dann auch in der US-amerikanischen Version wieder spielen, weil es einfach viel besser zu LSPDFA passt als zu der deutschen Version. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich mal wieder eine Folge. Die sind nur so hart buggy, dass ich da für 20 Minuten Aufnahme meistens eine Stunde aufnehmen muss, damit es überhaupt zusammenpasst, weil es immer abstürzt und crasht. Die Folgen schon gesehen haben, ihr wisst ja Bescheid. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, ich werde mal hier in der Endcard von dem Video die Videos verlinken zu den Coastal Callouts. Also das bedeutet, wir sind dann am Meer, auf dem Wasser und machen da unsere Polizeieinsätze. Attention all units. Citizens reporting a civilian in need of assistance in Pillbox Hill. Okay, Road Rage in Progress. Es ist eine Person, die irgendwie Hilfe braucht. Bin mir sehr gespannt, was das für ein Callout ist. Den kann ich so auch noch nicht. So, das scheint hier vorne um die Ecke zu sein. Sogar hier auf der Baustelle anscheinend. Dispatch, we have the suspect in sight. 1 Adam 12, 10-4, copy that. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Was ist denn hier los? Ich hole mal kurz Unterstützung. Attention all units. We have a 1099 in Pillbox Hill. I'm 10-8. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, Leute. Der Typ der Altstopp. Ich habe kurz Unterstützung gerufen. Die werden es schon regeln mit dem Typen hier. Ich frage mich aber, was Road Rage normalerweise, das wäre wahrscheinlich eine Art Verfolgungsjagd, oder? Was ist mit dem denn los, Alter? Seht euch mal den da rein. Bist du nackt, Alter? Ne, er hat eine Hose an. Kommen Sie mal bitte raus aus dem Fahrzeug. This is the LSPD. Hold it. Hallo, können Sie mal bitte aussteigen oder stehen Sie unter Drogen? Mal bitte raus aus dem Auto. Danke. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was mit dir los ist, aber... Der scheint auf jeden Fall nicht derjenige zu sein, als überfahr bitte nicht den Bauarbeiter hier. Scheint nicht derjenige zu sein, den wir verfolgen. Könnt ihr mal rausholen da vorne, Jungs? Sehr gut. So, nehmt ihn nochmal bitte fest, Jungs. Was sind denn das für Jungs hier? Was ist denn mit euch dreien los, ey? NPC seid ihr total bescheuert. Stehen sie alle da und gucken blöd. Ich finde sowieso, dass die Frau am geilsten von allen aussieht, ey. Das ist schon ein schönes Bild hier, oder? Komm, jetzt mal raus mit dir aus der Karre. So, jetzt sind sie beide draußen. Wisst ihr was? Wir können noch einmal beide festnehmen. Keine Ahnung, was hier los ist. So sind beide festgenommen. Sie dürfen ja nicht auf der Baustelle rumfahren. Super, ich kann den gar nicht festnehmen. Ah ja, dann würde ich ihn einfach sein Auto abschleppen. Das hat er davon. Und der sah mit seinem nicht vorhandenen T-Shirt ist sowieso der Beste. So, dein Auto werde ich auch mal abschleppen lassen. Was hast du davon? Kann ich dich jetzt irgendwie festnehmen? Jo, den kann ich festnehmen, endlich. Immerhin einer von zwei. So, einmal auf die Knie bitte. Und die Kollegen hier, ihr habt echt Spaß mit euren Pistolen, ne? Ihr macht hier... Ja, genau, warum auch nicht. So, darf ich die jetzt bitte auch festnehmen? Aha, jetzt geht's. Sehr gut. Manchmal muss man einmal ein bisschen warten. So, jetzt kommen auch die Towtrucks. Wunderbar. Einmal auf die Knie bitte mit dem Herrn. So, Multiple Transport. Backup needed for a suspect placed under arrest in a Pillbox Hill. Copy that, dispatch. Animals on the loose. Roger. So, ich werde jetzt nochmal mein Polizeiauto hier wegfahren. Damit wir nicht in Probleme kommen. Au, shit. Genau das wollte ich nicht. Au, 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 au. Alter Schwede. Mal ein bisschen auf die Seite fahren hier. Ich frage mich immer noch, was diese Kollegen hier machen. Alter, sag mal, spinnt die? Habt ihr es gehört gerade mit der Sirene, was die gemacht hat? Ganz komische. Naja, die kommen schon zurecht hier unten. Interessanter Einsatz auf jeden Fall. Road Rage hier auf der Baustelle. Bitch.
So, dann machen wir kurz das Päuschen, Leute. Wie gesagt, mir steckt ein bisschen was im Hals fest. Wie gesagt, ich bin noch krank. Deswegen mache ich mal einen kurzen Break hier. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Was auch... Alter Schwede, was macht der? Habt ihr die Cops gerade dahin gesehen, was auch immer die gemacht haben? Oh Mann, ey. Ganz schön aggro hier, die Kollegen. Alter Schwede, was tun die denn da vorne, ey? Seht ihr das? Sag mal, wurde das Auto von denen geklaut oder was ist da los? Warum sind die denn so drauf, ey? Also manchmal sind die NPCs echt unglaublich, ey. Und das sind auch noch Cops. Wo sind sie jetzt hin, Alter? Nicht, dass jemand denen das Auto geklaut hat. Das sieht nicht so aus, als wenn das Cops fahren. Wenn man hinter denen her, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das sind... Alter Schwede, das, wenn das Cops sind, ne? Ja, das ist echt die Cop-Tante. Guck mal, guck mal. Alter, was geht denn ab mit der da? Wahnsinn, ey. Okay, okay. Ja, da wollte ich auch gerade runterfahren, ey. Attention all units. Citizens report suspicious activity in a mission row. Units respond code 2. Okay, wir haben einen Anruf und zwar von einem Zivilisten, das in der Nähe eines Geldautomaten... Ja, suspicious activity, also wieder verdächtige Aktivitäten. Es könnte sein, dass hier jemand versucht, die Bankkarten auszulesen oder die Leute dabei beobachtet, die ihre PIN eingeben. Und ich glaube, wir müssen hier ein bisschen vorsichtiger rangehen. Deswegen werde ich mal mein Fahrzeug hier parken, damit wir nicht direkt vor Ort erwischt werden. Aber ich glaube, das ist so ein Callout, bei dem man auch entdeckt werden kann. Und dann hat man ein Problem, weil die Person natürlich flüchtet. So, wir laufen da mal vor. Attention all units. Officers have arrived. Okay, nee, warte, zum Glück nicht. Nein, hier steht's. Identify the witness and speak with them. Okay. Also, es war keine Fluchtgefahr da. Das heißt, ich kann mit meinem Auto dahin fahren. Ich muss die Person befragen. Natürlich fahren wir auf dem Gehsteig mit dem Auto. Warum liegt denn... What the fuck? Warum liegt denn da eine Person am Boden? Okay, hier ist irgendwas total komisch. Was ist das denn, Alter? Ich dachte, es wäre eine Frau. Wie, press Y to open the interaction menu. Okay, hallo. Hallo, guten Tag. Ask for ID. Na danke, ich krieg die ID von ihm. Bitte verlassen Sie die Area. Ich würde fast sagen, wir rufen mal einen Krankenwagen für den. Das scheint mir nicht so gut auszusehen hier. Wie soll ich den denn befragen, bitte? Attention all units. Medical aid requested in a mission row. Officers report an injured civilian. Dispatch units from Davis Fire Department. An ambulance requested from Textile City. Units respond code 3. Das kann doch sein, dass das Ding sein Fahrzeug ist, oder? Ambulance is en route. Hat er hier auch ein Kennzeichen dran oder so? Warum hat denn das Motorrad kein Kennzeichen? Wie soll ich denn das abfragen? Attention, this is dispatch. No further units required. Proceed with patrol. Okay, doch, was? Hat er gerade die Klammer? Hat er sich... Suspect's license plate. 3-0, Robert, X-ray, Lincoln, 5-1-9, a warrant issued. Proceed with caution. Also dieser Dan Florent ist auf jeden Fall die Person... Was, der muss ihn wiederbeleben? Ist der tot oder was? Heilige Scheiße, was ist denn hier passiert? Was ist das? Ist er abgefahren? Okay. Also der Notarzt gibt sein Bestes. Und irgendwie kam es mir so vor, ich habe doch gerade eine Person gesehen. Hier vorne stand doch einer rum. Hat er das beobachtet? Ah ja, da ist er doch. Guck mal hier, bist du das? So, I was across the street and saw a man watching this person use the ATM. Okay. Ein weißer Mann wurde dabei beobachtet, wie er überfallen hat. Ein Black Albany Sedan and drove in the direction Strawberry. Mehr about this vehicle, I was a black, okay. Criminal is in a black Albany Emperor 080 in target vehicle license plate. All units, code 4. Alles klar, Leute, vielen Dank. So, wir haben das auf jeden Fall befragt. Ich habe jetzt Informationen bekommen, und zwar wurde die Person im Automaten überfallen und wir suchen ein schwarzes Fahrzeug mit dem Kennzeichen 080 am Ende. Ich gehe mal kurz hier auf Info. Dann sollten wir bei Benachrichtigung das nochmal lesen können. Warte mal, bei Dialog wahrscheinlich. Nein, Hilfe, Mission.
Genau, hier, du hast da Black Albany Emperor, License Plate Ending 080, Strawberry Ave, ein weißer Mann. Alles klar, wir suchen also einen weißen Mann in einem schwarzen Fahrzeug mit dem Kennzeichen 080. Der Krankenwagen hat die Person mitgenommen. Also wartet mal. Den sein Motorrad lassen wir auf jeden Fall noch abschleppen. So, jetzt nur die Frage, wie komme ich denn in ein schwarzes Fahrzeug ran? Das sind die so, als würde es hier Tausende geben auf der Straße. We've got a possible disturbance, a silent alarm trigger in a Vespucci Canal. Units respond code 2. Jetzt haben wir noch einen Silent Alarm getriggert. Das ist jetzt mal verrückt. Warte mal, ist nicht. Jetzt warte mal, steht das Fahrzeug direkt vor mir? Willst du mich verarschen? Ist das der hier? 080? Nee. Dachte schon. Okay, die Verfolgung der Person von dem ATM-Überfall, das überlasse ich mal meinen Kollegen. Wir kümmern uns mal um diesen stillen Alarm. Das Wetter ist schon auch wieder ein bisschen beschissener geworden hier. Ich hoffe, ihr habt übrigens cooles Wetter draußen. Bei uns ist es angenehmes Wetter, also wieder recht schön. Und, ja, wie gesagt, jetzt geht es mir langsam auch wieder ein bisschen besser, jetzt wo ich schon ein bisschen mehr am PC sitze. Ich habe ja vorhin ein kleines Päuschen gemacht, habt ihr mitbekommen. Und entschuldigt bitte, wenn die Folge heute nicht allzu aufregend und actionreich ist und hier völlig die Party abgeht. Aber mir geht's, oh shit, mir geht's halt gerade wirklich nicht so gut und ich muss mich schon ein bisschen dazu zwingen, hier heute aufzunehmen. Obwohl mir das meistens schon sehr viel Spaß macht, nur ihr kennt das, wenn euch schlecht ist und ihr so Kloß im Hals habt, ist halt sehr unangenehm. So, der stille Alarm. Wir müssen auch natürlich gucken, dass wir, wenn wir jetzt dahin fahren, nicht gleich wieder auffallen. Deswegen Sirene ausmachen. Okay, remember, the suspect does not know yet. Okay, wir müssen, wie ihr schon wisst, da oben links steht jetzt auch gerade, passt bitte auf. Der Verdächtige weiß noch nicht, dass die Polizei gerufen wurde. What the fuck ist da drüben los? Was, du nennst mich Kacksacker? Hey, 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 ich bin fucking Bulle, du Arschgesicht. Was, I kill you? Willst du, brennst du oder was? Was ist jetzt hier los, Alter? Warum wird der Alter geschafft? Was will denn der alte Sack von mir hier? Schau, dass du Land gewinnst, Alter. Und sehr gut, genau. Wow, Alter, was war das denn? Wow, ich wollte einen Taser nehmen, ich wollte einen Taser nehmen. Jungs, hört auf zu schießen, Mann. Festnehmen, festnehmen, runter auf den Boden, runter auf den Boden. Nein, 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 der schießt hier noch nicht. Ah, oh, der ist schon wieder Rap-Bang. Ich hasse die MPC. Wow! Okay, oh, warum schießt der neben mich? Okay, Leute, der muss dann glauben. Kniescheibe, Kniescheibe. So viel zu dem Silent Alarm, ey. Was denn hier jetzt passiert, ey? Ach du Scheiße, ey. Das war ja völlig unerwartet. So, das Fahrzeug müssen wir auch gleich hier abschleppen lassen. Er ist ja völlig abgegangen hier neben mir auf einmal. What the fuck, Alter? Die Leute immer. Schaut euch mal den Typen jetzt an, wie er da liegt. Okay, ich muss die Straße mal absperren hier. Bitte nicht noch mehr Fahrzeuge, die überfahren die Corona gleich wieder, sie ist jetzt schon. Unglaublich, ey. What the fuck? Habt ihr es gesehen, dass genau da gespawnt wurde, Corona stand. Ey, dieses, oh Gott, das werde ich ja nie aufräumen können, ey. Das lassen wir einfach mal in Ruhe hier. Da mache ich mal gar nichts, ey. So, wir gehen jetzt mal zu unserem Silent Alarm, den wir da haben, ja. Den muss ich ja auch noch hier investigativ nachgehen, dem Ganzen. Ah, das war ja gerade abgefahren. Schönen guten Tag. So, dann gucken wir mal, was wir hier so sehen. Also, wir sind in dem Wohnviertel hier. Schöne Gegend eigentlich. Ein bisschen arg neblig gerade. Da wurde eben der stille Alarm ausgelöst. Kann ich hier durch? Ja, genau. Guten Tag. Ich bin hier. Ich bin Polizist. Ich darf hier durch. So, dann gucken wir mal. Gut, da vorne sehe ich erstmal nichts. Habe ich meine Binoculars dabei? Nein. Attention all units. Officers are at the scene.
Ganz immer raus aus dem Auto. Runter auf den Boden. Aha, hat dann eine Waffe fallen lassen. Direkt auf frischer Tat ertappt. Ohne Scheiß, Alter. Ich meine, was bist du denn für ein bescheuerter Raub... was auch immer, Einbrecher war es, Einbrecher, ne? Fährt einfach dagegen den Holzposten, ey. Ja, sie hast du voll nicht festgenommen. So, runter auf die Knie, bitte. Und dein Fahrzeug wird jetzt auch noch abgesteppt. Ja, das war natürlich ein sehr einfacher Einsatz. Und die Kollegen werden jetzt auch mal abholen. Wie gesagt, ich kümmere mich da nicht drum. So, ich gehe mal auf die Seite und ich lasse mich hier fährt. Oh, guck mal, wer bist du denn? Was macht denn die Tante jetzt da? Wo kommt die denn her? Hey! Schätzchen! Stehen bleiben! Du gehst auch noch dazu, ne? Runter auf die Knie, runter auf die Knie. Ich wusste gar nicht, dass der noch eine Komplizin mit dabei hat. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, die wollten gerade beide flüchten und wir haben sie gerade noch erwischt. Ich meine, wie blöd ist die denn? Dann rennt die einfach dahin, wo die Polizei schon ist. Good job, Mädchen, ey. Also, das war ja wirklich strange. Das habe ich auch noch nicht erlebt. So, die junge Dame wird jetzt auch abgeholt. Den Typen da vorne haben sie auch schon eingesackt. Sehr gut. Hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Aber das war ganz sauwitzig, oder? Wie die Tante auf einmal auf uns zugerannt kam. Na gut, ich würde sagen, wir belassen es dabei für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, ich bettel nicht gerne drum, aber es ist wichtig für mich und meinen Kanal. Lasst doch bitte ein Like da. Ansonsten immer wieder gerne eure Kommentare. Ich lese gerne, ich antworte auch gerne drauf, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt. Ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit und ich hoffe, dass mir morgen ein bisschen besser geht, dass wir da wieder eine etwas coolere Folge haben und der Ralf so ein bisschen mehr abgehen kann. Danke fürs Zugucken, ich bin draußen. Peace out.